Also am Anfang stand der Ragtime von Scott Joplin, Joe Lamb, James Scott. Da hat man so Klavier gespielt. Und dann sind die Stride-Pianisten nach Harlem gekommen mit Lucky Warbucks und Hubie Blake. Und sie haben alles auf den Kopf gestellt. Haben die äußere Form des Ragtime aufgebrochen und Swing und Blues in die ganze Sache gebracht. In diesem Stil hat die linke Hand eine ganz andere, gewichtigere Bedeutung. Sie beginnt zu springen und man spielt nicht mehr so, sondern so. Mit einer Hand. Diese linke Hand kann einfache Bassnoten spielen oder eine Dezime und die wieder entweder als Arpeggio oder als Akkord. Einfache Noten, das ist das, was ich jetzt spiele, Dezime. Als Akkord, als Arpeggio, vorwärts oder rückwärts. À l'endroit ou à l'envers. Die rechte Hand spielt darüber hinaus eine Polyrhythmik über diesen doch recht gleichmäßigen Bass, den die linke Hand spielt, wie zum Beispiel in Carolina Shout von James B. Johnson. Fats hat außerdem natürlich sehr viel aus dem Repertoire von James B. Johnson geschöpft. Und sein großartiger Carolina Shout von 1941 ist eine Hommage an Johnson. Wenn man James B. Johnson Jingle spielen hört, muss man einfach an Fats denken und seine Handful of Keys. Willie the Lion Smith war ein anderer großer Pianist dieser Zeit, der bestimmte Stücke auf eine etwas andere, vielleicht poetischere Art spielte. Smith is going to play another famous piece in the repertory of Ragtime by his old friend James P. Johnson, the Carolina Shout. Pianisten, die diese Musik heute noch beherrschen, kann man an 10 Fingern abzählen. Der Stride ist ein Nahkampf mit dem Klavier, ein echter Sport.